Heute geht's auf Geisterjagd. Dafür ist die Mr. Machine perfekt gemacht. Passend natürlich zum Kinostart von Scooby-Doo. Von daher würde ich sagen, Block in die Hand, auf geht's. Für unsere Mr. Machine holen wir uns einfach mal ein bisschen schwarzen Beton raus. Dann glatte Steinstufen, dann ein bisschen Würzstufen. Davon nochmal bitte die Holzblöcke. Dann holen wir uns auch ein bisschen grünen Beton raus. Dann poliert ihr an die Treppen. Dann noch ein paar Eisenfalltüren. Heute empfehle ich euch mal die türkisen Glasscheiben. Und dann holen wir uns noch ein paar. Zack. Schwarze Steinknöpfe raus. Wir fangen dann erstmal mit den Rädern an. Die Räder stehen zueinander jeweils immer einen Block getrennt und zu den Hinterrädern jeweils drei Blöcke getrennt. Dann machen wir gleich das Fahrgestell drauf. Einmal vorne wie hinten platzieren wir einmal unsere glatten Steinstufen und wenn wir die soweit haben, können wir die Mitte einmal mit unseren Würzstufen ausfüllen. Sobald wir unsere Würzstufen dann drauf platziert haben, nehmen wir davon die Blöcke, platzieren einmal auf der Vorderseite zwei Stück, dann lassen wir dahinter einfach eine Blockreihe frei, setzen uns zwei hin, machen natürlich auf beiden Seiten, dann lassen wir zwei Blöcke frei und setzen uns jeweils so schräg voneinander so zwei Blöcke nochmal hin. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Und sobald wir dann hier auch die zwei Blöcke haben, können wir nochmal mit den Stufen oben drauf unser Dach schon mal gleich ziehen. Das heißt, wir machen das eigentlich genauso lang wie breit, wie wir unten das Fahrgestell einmal haben. Weiter geht's dann mit unserem hellgrünen Beton. Den platzieren wir uns einmal vorne und eigentlich überall da, wo wir jetzt an den Seiten noch irgendwie was frei haben, setzen wir einfach jetzt unseren grünen Beton einmal rein. Rückseite genauso, einfach zack, was noch frei ist, füllen wir einfach mal damit aus. Sobald wir das denn geschafft haben, geht's wieder weiter mit unseren polierten Andesit-Treppen. Die platzieren wir einmal hier auf unseren Holzblöcken, lassen dahinter dann, würde ich mal sagen, eine Blockreihe frei und nochmal unsere Treppe. Das machen wir auf der anderen Seite genauso und dazwischen machen wir dann einfach nochmal unsere Eisenfalltür. Jetzt wird Zeit, unser Glas zu beziehen. Das heißt einfach, schnappt euch eure Glasscheiben und platziert die einmal vorne drin. Danach haben wir noch unsere Knöpfe. Das sind dann einfach mal die Felgen werden von unserem Mystery Machine. Die platzieren wir natürlich an die Räder. Zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Deko ran. Wir haben ein bisschen so die Feinheiten. Zum einen können wir natürlich hinten mit dem Soundtor einfach einen Auspuff machen. Wir haben Gegenstandsrahmen. Das können wir einmal nutzen für unsere Rückleuchten. Und natürlich nochmal für unsere Scheinwerfer vorne. Da, zack, platzieren wir aber mal zwei davon. Dann machen wir vorne noch so ein, würde ich mal sagen, so unser Reserverad vorne ran. Dann nehmen wir einfach mal hier so eine Akazienfalltür als Deko. Und dann können wir natürlich noch ein bisschen, natürlich hier unsere Misty-Maschine hier einmal beschriften. Dann nehmen wir einfach unsere Akazien-Schilder und schreiben mal den Namen drauf. Da haben wir dann natürlich auch noch den Namen drauf, die Misty-Maschine. Das müssen wir natürlich wie immer auf beiden Seiten machen. Und sobald wir das haben, bleiben uns natürlich jetzt noch die Knöpfe übrig. Die Knöpfe platzieren wir jeweils immer an unseren Holzblöcken. Und die Akazien schalten jeweils dann an unseren grünen Betonblöcken. Und die Stolperdrahthaken dann vorne einfach so als Autotürgriff, ne, dass wir hier, sage ich mal, auch das Ganze öffnen können. Aber ansonsten verteilen wir hier ringsrum noch einfach mal unsere Knöpfe so ein bisschen als Deko. Rückseite kann man auch machen, wenn man möchte. Nun steht unser Van bereit für die Geisterjagd. Jetzt brauchen wir nur noch die Autoschlüssel und können einsteigen. Und Scooby-Doo ist bestimmt auch noch mit dabei. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann haust rein. Und tschüss!